Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns hier was ganz Feines mitgebracht. Und zwar die Pikachu V-Union Celebrations Premium Spielunterlagen Kollektion. Ja, das ist eine andere Kollektion, als die wir hier schon aufgemacht haben. Sieht aber so ähnlich aus. Ich habe hier nochmal den Karton von der anderen Collection. Die sieht erstmal von vorne gleich aus, unterscheidet sich aber hier Spezialkollektion. Also zu der Spezialunterlagenkollektion. Ja, da gibt es also einen Unterschied. Da ist nämlich so eine coole Unterlage drin. Und wenn wir es umdrehen, sehen wir nämlich immer genau, was hier drin ist. Die Videos zu den normalen V-Union Pikachu Collection verlinke ich euch am Ende des Videos. Da haben wir auch ganz gut gezogen. Also was haben wir drin? Also die Promos, die sind gleich. Was wir hier drin haben, ist halt diese Unterlage, die wir uns hier angucken werden, die auch richtig cool ist. Die wird dann ab heute dann das Setup für alle Celebrations Openings dienen. Und wir haben hier nur 4 Celebration Booster drin und hier sogar noch 2 mehr, also 6 Stück und sogar noch ein normales Booster mehr drin. Ja, die hat gekostet, glaube ich, etwas über 30 Euro. Ich glaube, so 33 Euro hatte ich bei Legendary Card Gamers bestellt. Richtig cooles Produkt, haben wir richtig gut gepult. Diese Special Collection, ich mache sie schon mal auf, die gibt es nur bei Smith Toys. Das ist so mein Stand, den ich habe. Das ist so ein Smith Toys Exclusive. Mhm. Ja, kann man sagen, warum kriege ich nur Smith Toys sowas? Auf der anderen Seite muss man sagen, das beugt natürlich so ein bisschen auch diesen ganzen Scamplan vor. Ich war heute vor Ort, habe die mir geholt. 2 Stück konnte ich mir besorgen. In der Regel geben die immer nur eine raus. Also da wird auch dafür gesorgt, dass da nicht so in Massen dann alles weggekauft wird. Als ich vorhin nur im Internet geguckt habe, gab es auch noch, ich hatte die in Recklinghausen gekauft, noch zahlreiche weitere Collection. Also die waren da nicht innerhalb von ein paar Minuten vergriffen. Und so sah es in vielen Smith Toys Läden auch aus. Das ist die Unterlage. So sieht das Ganze aus. Also das ist ein dickes Ding. Jetzt packen wir mal kurz zur Seite und gucken uns dann mal die Unterlage an. Ich finde das immer richtig cool. Die kennen wir auch schon aus so einem Opening. Nur damals gab es die nur in der englischen Collection. Das war ja hier so eine auch so eine Spezialcollection mit so coolen Promokarten drin. Unter anderem mit Bisa Floor. Aber wie gesagt, die Unterlage war nur in der englischen drin. Total doof. Habe ich mir natürlich auch die englische geholt. Ich meine, die Promos, die gefielen mir richtig gut. Von daher alles halb so schlimm. Finde das halt nur schade, wenn es in den englischen Produkten das gibt. Und bei uns nicht. Also da haben sie auch auf Kritik, die wir ausgesprochen haben, reagiert. Ihr seht hier hinten so ein bisschen faltig das Ganze. Das ist ein bisschen doof, aber das ist nichts, dass man nicht mit der Zeit auch geglättet bekommt. Ja, eins meiner Lieblings-Pokémon. Beziehungsweise mein Lieblings-Starter. Ja, sehr geil. Ihr habt es gehört, hier hinten liegt so ein ganzer Haufen von diesen riesen Coins. Es ist unglaublich. Die sammeln sich da so an. Nur, dass ihr mal seht, so, was sich da so ansammelt. Ich räume die nämlich nicht jedes Mal weg. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe Bock, Sachen aufzumachen. Deswegen jetzt erstmal so ein bisschen Gelaber drumherum. Für alle die sich fragen, hey, was ist denn das jetzt für eine Collection? Habe ich gar nicht mitbekommen. Der eine oder andere hat es nämlich vielleicht nicht mitbekommen. Ist ja unglaublich, wie viele Produkte in letzter Zeit rausgekommen sind. Und Fusion Strike ist noch nicht so richtig raus. Schub wird das nächste Set präsentiert und dann schon wieder die nächsten Produkte. Also es geht hier immer super schnell. Alter Schwede. Was ist denn das? Zornig, Freunde, zornig. Ja, viel Kunststoff leider wieder. Davon werden wir hier, glaube ich, auch nur eine aufmachen. Eine lasse ich sealed für meine Sealed-Sammlung. Bietet sich an. Mehr als eine Unterlage braucht man eigentlich eh nicht. Außer man sagt, ich brauche eine für zu Hause und eine für zum Spielen, wenn ich irgendwo hingehe. Hier, ne? Professor Burnett, die Promo. Aber ich bin ja nur Sammler, mache das hier so ein bisschen für euch. Da sind sie, brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Packen wir zur Seite. Vor allem, ihr habt sie nochmal in groß, in Gänze. Ich finde die so gelungen. Die ist so süß hier. Er hier, Ihmchen ist hier am besten. Aber er auch hier, total zornig. Mag ich, gefällt mir. So. Und jetzt ein bisschen was gegen die Boosterkeit. Für die Boosterkeit. Gegen die Unterboosterung.
Ich finde für 50 Euro so eine matte Promo, also dann braucht man sich eigentlich die andere Collection noch nicht mal holen. Wenn man sagt, hier, dann habe ich lieber zwei Booster mehr und die Unterlage. Ja, theoretisch kannst du ja auch verkaufen, verschenken an irgendwelche Nachbarskinder, an die eigenen Kinder oder an die Kinderkinder und, oder was auch immer. Und ich finde dieses Produkt richtig, richtig cool. Wie gesagt, leicht erhältlich. 6 Booster drin plus die Promos. Ja, hier so ein bisschen geknickt, aber das kriege ich raus. Ja, und das ist nicht das einzig mega geile Produkt, was wir jetzt demnächst hier aufmachen werden oder hier aufmachen. Richtig, richtig cool. Ja, schaurige Herrschaft. Gönnen wir uns mal, schauen wir einfach mal so, was die so bringen, bevor wir uns an die Celebration Booster machen. Ich habe noch Einzelbooster gekauft. Ich bin ja kein Freund, Booster einzeln zu kaufen, weil da weiß man nie so, sind die abgewogen. Die habe ich bei comicplanet.de gekauft. 10 Stück, einfach mal so, um zu gucken, was kriegst du, wenn du die so einzeln kaufst. Haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter gemacht und ich bin gespannt drauf. Hier auf dieser coolen Unterlage werden wir das Ganze dann machen. Das ist eine coole Sache. Ich habe nur die Pikachu-Figuren-Collection, die wir hier aufmachen werden, jetzt mit der Unterlage. Und natürlich, da muss ich natürlich auch warten, bis ich diese coole Unterlage hier habe. Die Premium Collection, hier die für 145 Euro, die woanders jetzt auch irgendwie 300 Euro aufwärts kostet. Nicht machen, Leute, ich hoffe, da kommt noch was nach. Und dahinter ein Logok VMAX, ja, richtig cooles Artwork. Die Full Art davon gefällt mir richtig gut. Die sieht auch gut aus, ja. Freut mich, dass wir die geöffnet haben. Der eine oder andere lässt die auch sealed und macht dann andere Videos. Oder ich weiß auch welche, die sagen, ich sammle diese Sets gar nicht, ich lasse die sealed und tausche die gegen andere Booster oder Karten oder verkaufe die. Ja, da jeder so, wie er meint. Ich mache sie auf, ich habe sie. Und das Auspacken, das macht mir einfach so viel Freude. Ich habe jetzt auch nicht noch Zeit, hier irgendwie lose Booster zu verkaufen. Außerdem, ne, ist das ja immer so eine Sache, dann heißt es, naja, die hast du abgewogen, obwohl du die gar nicht abgewogen hast oder so. Und so, für solche Kindereien hat der Papa keine Zeit. Calamanero. Und eine Reverse Rare, ja, auch ein tolles Artwork, oder? Irgendwie mag ich dieses Vieh. Aber ich habe auch schon immer Ritter gemocht. Ja, bis jetzt nicht schlecht. Überhaupt, also mehr oder weniger so fast zwei gleiche Kollektionen raus und bringen nur in der einen ist ein bisschen mehr drin. Finde ich, ist eine coole Idee für alle, die sagen, so eine Matte brauche ich eh nicht, ich sammle nur. Und Videos mache ich auch nicht. Für was brauche ich dann so eine scheiß Matte? Ja, kann ich verstehen. Und ich finde das mit der Matte richtig cool. Ich glaube, wie die meisten von euch. Freue ich mich, dass ich da noch welche bekommen habe. Das ist richtig, richtig gut. Und dahinter ein Kronjuwild. Das ist auch ein Vieh. Wer denkt sich sowas aus? Ein Jahreszeiten-Pokémon. Da habe ich eher so den Gedanken, das Ding schmeckt lecker, mach was Leckeres raus. So. Freunde, und jetzt wird's zornig, Freunde, jetzt wird's zornig. Die packen wir mal hier unten hin, Platz machen für das richtige Zeug. Hm? 6 Stück. Ich bin gespannt. Uns fehlt ja noch die eine oder andere Karte. Nach Tara fehlt uns noch. Ja, den anderen Big Boy, den haben wir zum Glück schon ziehen dürfen. Glurak, das ist richtig cool. Also schaut euch die Videos an. Ich durfte den sogar nicht nur einmal ziehen. Ja, ja, so ist das. Gehen wir direkt rein. Hier, Kyogre. Ho, Lugia. Und haben wir dahinter noch was? Nö, das war ein Schuss in den Ofen. Macht aber gar nichts. Wir haben noch 5. Und die Holos an sich sehen ja super aus. Ich könnte jetzt in jedem Video was nochmal wieder zu den einzelnen Karten sagen, aber habe ich schon und man will es ja nicht in die Länge ziehen und es sind ja immer wieder die gleichen Karten, die man sieht und deswegen will ich euch damit nicht nerven, aber ich finde das so schön, das Lugia, herrlich. Und dahinter, boah, Alter, was ist das denn? Schimmerndes Carpador und hier, guckt euch das mal an. Hier diese ganzen, wie nennt man das? Farbspritzer nenne ich das mal da oben, das ist ja übel. Das ist ja übel. Sonst glaube ich, die drittseltenste Karte. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal gezogen. Wirklich schade, dass sie hier oben so angeschmockt ist. Na gut. Besser da als bei einem Glurak, sag ich. Es ist einfach so gelungen. Die wollte ich schon immer haben. Im Original ist die Karte ja auch richtig teuer. Obwohl es nur ein Carpador ist.
So ist das manchmal. So ein Underdog sozusagen. Jo, finde ich cool. Und dahinter, dunkles Garados, ja Freunde, läuft doch. Hier oben haben wir das nicht so krass, wobei da oben sieht man auch leicht was. Sonst muss ich aber sagen, die Qualität stimmt in diesem Set. Also im Vergleich zu den Sets, die wir zuvor hatten, wo ich mich ja auch regelmäßig darüber aufgeregt habe, muss ich sagen, bin ich hier mit der Qualität zufrieden. Also wirklich, also ein gelungenes Set. Wenn jetzt die Verfügbarkeit noch besser wäre, dann würde ich sagen, top. Dann würde ich dem Set hier 9,5 Punkte geben. So kriegt das Set hier nur 8,5 Punkte. Klar, ein bisschen Luft ist immer da oben und von einzelnen Wünschen auch immer abhängig. Und dahinter ein surfendes Pikachu und ein Code für euch. Viel Spaß damit, macht was raus. Jo, bis jetzt läuft es ganz gut. Schubidubi. Vorletztes Booster. Mal gucken. Können wir nach Tara ziehen? Ich muss das Set doch voll machen. Mensch. Und dahinter ist Samazenta wie. Ich konnte dem Vieh noch nie was abgewinnen. Aber immerhin, das ist ein Pull. Also ich finde, da darf man sich dann auch nicht beklagen. Bei sechs Boostern, vier Pulls, ein plus hier noch, ne, aus den normalen Boostern. Ja, primär machst du das ja hier wegen der Unterlage, wenn wir ehrlich sind. Ne? So. Last Pack Magic. Gucken wir mal, was wir hier Feines ziehen noch. Und dahinter, hier kommt Team Rocket und damit haben wir noch einen Pull. Das sind ja, vier schöne Pulls. Plus einen weniger schönen Pull hier unten. Also insgesamt fünf. Plus einen hier. Und ich muss sagen, das Logo gefällt mir richtig gut. Das ist schon zornig. Das ist schon zornig, Freunde. Ja, das ist hier die Ausbeute. Ne? Also das ist schon. Das ist schon. Schon toll, wenn ich überlege, so die ganzen normalen Collection, die es sonst immer so gibt, da gibt es dann ja auch manchmal 20 oder sogar 30 Euro aus der Collection, die kosten auch 45 oder 50 Euro. Und du hast eigentlich nur eine Promo, im besten Fall so ein Pull. Das ist schon geil, ohne Scheiß, Leute. Also gegen das Set kann man doch wirklich nichts sagen. Ne? Ja, von mir gibt es den Daumen nach oben, gerade hier auf für die Matte. Finde ich schön, dass sie es das so schlicht gehalten haben. Sonst hätte man überlegen können, vielleicht noch was mit den Startern, aber wenn jetzt alle Starter drauf aus, wird es ein bisschen voll. Shigi, Bisasam, Glumanda wäre vielleicht ganz cool so mit den Entwicklungen, aber das ist meine persönliche Präferenz. Von daher glaube ich, haben die hier den richtigen Weg gewählt. Aber ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben und auch sonst immer nicht vergessen, ne? Support ist kein Mord und wäre schön, wenn der Kanal noch ein bisschen wächst. Das Gewinnspiel zu glänzendem Schicksal läuft ja auch immer noch. Also macht da mit, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ich 750 Abonnentinnen und Abonnenten habe, dann endet das und dann wird unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern diese Box verlost. Also ihr Lieben, ne? Nicht vergessen, macht auf jeden Fall mit und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bleibt gesund, bleibt stabil, alles Liebe, alles Gute, euer Pokeknecht90. Ciao.